Herr Hagemeyer, können Sie uns in drei Sätzen erklären, was The Trade Desk macht? Ich kann es versuchen. Ja. The Trade Desk ist eine unabhängige Einkaufsplattform für Agenturen und Werbetreibende, die datengetrieben, also programmatisch, Werbung über alle Kanäle von Display, Video, Connected TV, Audio einkaufen können. Und dabei sind wir voll objektiv, arbeiten nur auf der Buy-Side und sind da auch noch dadurch dann sehr transparent in dem, was wir tun. Ja, Ihre Mission lautet, Media for Humankind, also ein besseres Media-Ökosystem aufzubauen für alle. Ein ganz schön hoher Anspruch. Klingt erstmal hoch, ist allerdings, wenn man die Kette sich mal einmal komplett durchdenkt, sehr erstrebenswert. Und dadurch, dass wir auf der Buy-Side sind, sind wir auch schon am Anfang der Kette, um das zu starten. Wie funktioniert das? Wir haben ein hervorragendes, freies, unabhängiges Ökosystem von Medienmarken, Journalismusmarken, tollen Content-Creatern, TV-Firmen und so weiter. Und die leben größtenteils von Werbeeinnahmen. Um diese Werbeeinnahmen und die Geschäftsmodelle für die Zukunft auch zu sichern, müssen diese Daten getrieben werden und besser ansteuerbar werden, um auch wettbewerbsfähig zu globalen geschlossenen Ökosystemen zu werden. Und da setzen wir als Einkaufsplattform an, um Werbetreibenden und Agenturen zu ermöglichen, möglichst genauso einfach datengetrieben skaliert im offenen Ökosystem einkaufen zu können, sodass die Budgets nicht alle in geschlossene Ökosysteme wandern, sondern zu diesen Premium-Medienmarken, die wir in Deutschland, in Europa und auf der Welt haben, um dort vielleicht 4 Euro TKPs zu 8 Euro TKPs zu machen und damit dann deren Geschäftsmodelle für die Zukunft sicher zu machen und auch die Existenz eigentlich eines unabhängigen Medienökosystems sicherzustellen. Und davon können wir, glaube ich, in der Menschheit, deswegen Humankind, alle sehr profitieren, weil davon lebt die Demokratie, davon lebt die Gesellschaft, von gutem Journalismus und guter Unterhaltung. Was können Sie Ihren Kunden denn bieten oder was ist der große Vorteil, den Sie im Vergleich zu den Walled Gardens von YouTube und Facebook bieten? Das eine ist eine unglaublich große Reichweite in Premium-Umfeldern. Man denkt immer, dass die Walled Gardens der heilige Gral in Sachen Reichweite sind. Tatsächlich, wenn wir weltweit uns das offene Ökosystem anschauen, erreichen wir dort 1 Milliarde mehr Menschen als die Walled Gardens. Das ist nur bisher noch nicht ganz so einfach ansteuerbar und datenansteuerbar. Deswegen arbeiten wir daran, das eben besser zu machen und im Vergleich zu den Walled Gardens voll transparent. Das heißt, um für Werbekunden auch eine gewisse Datenfairness zu erreichen. Als Werbetreibender gebe ich sehr, sehr viele Daten rein, auch von meinen eigenen First-Party-Daten und so weiter, in das Ökosystem und möchte da natürlich auch wieder viel rausbekommen. Wir können das im offenen Ökosystem gewährleisten. Die Walled Gardens halten sich da immer sehr bedeckt und benoten ein bisschen ihre eigenen Hausaufgaben, was wir nicht tun wollen. Die Herausforderung besteht jetzt allerdings darin, dass Sie mit sehr vielen unterschiedlichen Systemen auch zusammenarbeiten. Wie schafft man da vergleichbare Daten für die Kunden? Es ist als Einkaufsplattform für uns die Hauptaufgabe, dass bei uns alle Fäden aus allen Kanälen und allen Kampagnen eines Werbetreibenden zusammenfließen. Das heißt, es ist eine unserer Kernaufgaben, das auch zusammenzufügen und zu einem holistischen Bild zu machen, damit auch am Ende eine ganzheitliche Kampagnenaussteuerung und Optimierung ermöglicht wird. Da arbeiten wir an sehr vielen Initiativen, um das über das gesamte Ökosystem hinweg zu vereinheitlichen, beispielsweise Cookies. Cookies ist ein Feld, wo wir, wenn ich heute auf eine Webseite gehe, 300 Syncs ablaufen und das verlangsamt das Laden der Webseite und es geht immer irgendwo etwas verloren. Das heißt, ich erkenne den Nutzer nicht immer genau da als Werbetreibender, wo ich ihn vielleicht brauche. Da arbeiten wir zum Beispiel mit der Unified ID Solution daran, eben und diesen Cookie-Sync-Prozess loszuwerden und mit gemeinsamen Weltsprachen quasi an Cookies zu arbeiten, mit dem alle im Ökosystem arbeiten können, sodass die Nutzer tatsächlich auch skaliert erreicht werden können. Und das zieht sich dann auch von den Cookies über weitere Geräte, die Mobilgeräte, Tablets, bis so am Ende zum Connected TV, wo wir versuchen müssen und das auch tun, diese IDs alle zu einem Haushalt zusammenzufügen, um dann genau zu wissen, welchen Nutzer oder welchen Haushalt habe ich wie oft erreicht und welchen Impact hatte das am Ende auf mein Zielwert, den ich als Werbetreibender erreichen möchte, ob es
rein Reichweite ist, ob es eine Kostenoptimierung ist oder ob es tatsächlich die Conversion und der Abkauf am Ende direkt ist. Eine der zentralen Forderungen der Kunden momentan ist eine einheitliche Bewegtbildwährung, auch inklusive klassischem Fernsehen. Ist es realistisch? Realistisch ist alles. Wir als reiner Technologiedienstleister würden das absolut unterstützen, weil es würde unsere Arbeit auch sehr vereinfachen. Das heißt, wenn sich die Industrie da auf einheitliche Währungen einigen würde, wäre es unsere Aufgabe, diese Währung mit bei uns zu integrieren und dem Kunden diese Messbarkeit dann über diese Währung anzubieten. Derzeit ist es gerade im Digitalen und auch wenn wir da gerade Video und Connected TV sehen, noch nicht so, dass es eine einheitliche Währung gibt. Deswegen arbeiten wir daran, unseren Kunden trotzdem ein einheitliches Bild zu bieten, dass wir die Reichweite im Haushalt tatsächlich vom TV auf den Mobilgeräten im Video zusammenfügen können und auch perspektivisch tatsächlich auch die Linear-TV-Daten, wo wir bisher noch einen Medienbruch haben, da das nicht digitalisiert ist, mit einspielen zu können und da auch den Kunden helfen zu können, einen objektiven Mediaplan zu machen mit Linear-TV und dann der inkrementellen Reichweite auf weiteren Kanälen wie Connected TV, Mobile etc. pp. Und vielleicht sogar dann Audio, Digital Out of Home und so weiter.